Moin Leute, da melde ich mich mit dem 80. Teil Kameradschaft Werwolf. Ja, schwierige Teile. Letztes Mal hat mich das schon ein bisschen getriggert, als ich mir die Kommentare durchgelesen habe unter den Videos. So, ja, wie kann man in der Situation dann irgendwie mit dem Hammer zuschlagen? Ihr wart ja mehrere, die nur zu zweit und... wie wehrt man sich denn dann nicht anders, wenn man sowieso auch Gewalttäter ist und mit Fäusten und wieso am Boden und wieso auf Frauen einschlagen und dann in der Gruppe und 5 gegen 1 und oder 8 gegen 2. Da ist viel Klugscheißerei unterwegs. Das muss man leider so sagen. Also einige, entweder die waren noch nie bei Gewalttaten dabei, das ist auch gut so. Schön, wenn das so ist und schön, wenn es so bleibt. Ich wünsche mir das für mein Leben auch. Ja, oder das sind einfach junge Leute, die keine Ahnung haben. Also diesen Kodex mit 1 gegen 1, Fäuste und auf dem Boden und keiner tritt nach und nicht gegen den Kopf und keine Waffen und so weiter. Alter, in welcher Traumwelt muss man denn da leben? Ich meine, ich weiß, dass viele Gewalttäter und ehemalige Gewalttäter diese Videos gucken. Ich meine, dann schreibt mal eure Erfahrungen rein, Hashtag kenne ich. Das ist für mich manchmal so weit weg, dass ich mir sage, krass, wie sich so ein Image noch so hält, dass das alles so fair ist und nicht übertreiben. Wir reden oder über unglaubliche Adrenalinstöße bei diesen Situationen. Alkohol, enger Raum, nachts, Frau zuerst geschlagen, Testosteron, alles, was da durchkickt, der Hass im Kopf, die Gewalterfahrungen, all das, was man gelernt hat, läuft an Filmen ab und es geht um Zerstören. Ja, also das kann man nicht rational erklären, das kann man sich auch nicht irgendwie vorstellen und so weiter, dass man da noch nachdenkt und so jetzt so, halt, stopp, jetzt kochen wir die Situation mal runter, lass mal sprechen und komm, lass hier Schuhplattland um die Wette oder was weiß ich hier an so einem Ohrfeigentisch um die Wette Ohrfeigen hauen. Da geht es um Zerstören, es ist unser scheiß Wohnzimmer, ihr habt uns angegriffen und jetzt sind wir auch bereit, euch zu zerstören und bis hin zu einem Totschlag. Das ist eine so klassische Gruppendynamik, die kann man kaum in Worte fassen. Das war mir noch ganz wichtig, das nachzuschieben, weil da Leute drüber sprechen, wo ich sage, ja, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen Lebenserfahrung in diesen gewalttätigen Gruppierungen, Milieus und so weiter, wie dann diese Dinge ablaufen. Also ich bin euch ja das Video noch schuldig. Der Szenenwechsel dauert hier leider ein bisschen in OBS. Ich weiß es nicht, warum. Meckert nicht gleich wieder mit mir. Ja, ich gebe mir doch wirklich immer sehr viel Mühe. Also tut mir leid, dass der Szenenwechsel so lange dauert. Und ich zeige euch jetzt hier das Video, das wir nachts noch gedreht haben, damit man so einen Eindruck davon bekommt, was da nachts los war. Die Bildqualität ist schlecht, ist auch schon ein paar Jahre her. Da hatte noch nicht jeder irgendwie HD und was ich, 4K, sonst was auf dem Handy. Und jetzt schaue ich das mal rein mit dem Ton zusammen. Das ist an der Ecke vom Clubhaus und das, was wir hier schon sehen, hier, das ist schon alles Blut. Ach du Scheiße! 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 Also, ach du Scheiße! Hier sieht man das da an den Wänden von der Tür, wurde sich nachher festgehalten, abgestützt und so weiter. Und der das kommentiert, ist dann Thoman, der das da kommentiert. Und selbst wir, das hört man da raus, sind dann erschrocken, wie viel Blut dann da draußen war. Ja, also hier sieht man da, wie das Blut die Wand runtergelaufen ist. Auf den Pflasterstein unten war ganz viel Blut. Ach du Scheiße! Ja, hier sieht man jetzt natürlich nicht viel, aber ich glaube, man kriegt ein Feeling dafür, was da gerade los war. Wir haben das dann in dem Augenblick kaum selber registriert.
Nachts nimmt man das dann so auf und wir haben uns dann ja da verbarrikadiert. Polizei war da und haben das aufgenommen. Wir haben ja gesagt, die schlimmen Studenten waren das, die sind da vielleicht lang gekommen. Wir wissen gar nichts. Ja, das blaue Auge und das Blut bei uns am Gesicht und in den Händen ist von gestern, wo wir aus dem Schweinemastbetrieb irgendwie kamen. Und das ist kein Menschenblut. So ungefähr. Totale Scheiße. Man sammelt halt totale Scheiße. Das ist halt so. Ja, war ich nicht. Und dann so zu den Bullen, ja, könnt ihr euch nicht um was anderes kümmern? Was ist mit den Vergewaltigern? Ja, also, ja, und was ist mit der Ausländer? So hat man früher dann gesprochen. Ja, wieso behelligt ihr uns? Ist schon, wenn ich das erzähle, ist das hier dann schon, ist das schon, kickt schon hart Peinlichkeit rein. Und vielleicht ein kleiner Input hier auch zu dem Thema Polizei. Ist es dann hier, wie inkonsequent und wie schwach die Polizei uns gegenüber aufgetreten ist, ist vielleicht auch eine wichtige Sache, weil ich weiß, das gucken auch einige in der Exekutive, bei der Polizei oder in der Justiz. Und dass hier so, dass wir wie immer damit durchgekommen sind, ohne dass jetzt hier irgendwie alle aus dem Haus rausgezogen worden sind, Personalien mit zum Revier. Also hier muss man dann jetzt auch mal sagen, okay, jetzt erstmal alle mit erkennungsdienstlich behandeln, alle erstmal in der Ausnüchterungszelle, jeden einzelnen morgens befragen. Ja, klar, werden die meisten von uns sagen, ja, ich sag hierzu nichts und dann wird es auch nicht für einen Haftbefehl reichen und so weiter. Aber ich bin schon der Meinung, bei einer Sache, die so passiert und wenn man da so viel Blut vor Ort sieht, da kann man dann die 15 Leute, die noch drin waren oder was weiß ich, die kann man dann auch mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, einfach mal mit zum Revier und gucken. Vielleicht sabbelt eine der Frauen, einer der externen Gäste oder einer der eigenen Leute oder sonst irgendwas. Und das sind so Botschaften auch an uns gewesen. Das muss man mal ganz klar sagen. Okay, wir kommen mit der Scheiße halt auch einfach durch. Ne? Also wir fühlten uns unbesiegbar. Wir fühlten uns nicht. Wir haben die Polizei nicht als Respektsperson angesehen. Weil wir immer wieder sie wegschicken konnten und gesagt, ja, dann scheiß drauf. Und die haben halt abgewogen, ja, jetzt eine Hundertschaft herholen und Gebäude stürmen, wer weiß, was für Waffen die drin haben. Klar ist das schwierig, aber irgendwo muss man ja auch Grenzen setzen. Ne? Und dann muss so ein Polizeiapparat dann vielleicht auch mal loslegen. Es war dann auch, was heißt, die Party war dann ja sowieso aufgelöst. Wir hatten immer wieder damit gerechnet, dass die anderen zurückkommen, der Danny und der William. Wozu es dann nicht gekommen ist. Und wir haben dann den nächsten Tag abgewartet und das war schon relativ schwierig. Wir hatten ja nachts noch die Kameraden angerufen, nicht jeder hat sich auf den Weg gemacht. Und ich habe jetzt, wo diese Serie jetzt zu Ende geht, habe ich viel drüber nachgedacht. Ja, hat da noch alles funktioniert innerhalb der Kameradschaft? Hat da noch jeder alles gegeben für den anderen und war das überhaupt mal so? Oder haben wir jetzt da wieder sozusagen den Kopf hingehalten und uns da geprügelt und die anderen haben die reingeholt und kommen die jetzt am nächsten Morgen und verteidigen die uns, weil wir wussten, dass besonders der Danny aus der Türsteher-Szene kam, auch so im halbkriminellen Milieu ein bisschen unterwegs war. Ja, da nicht jeder lässt so eine Schmach auf sich sitzen, ja, ob es eine Schmach nun war, aber. Ja, klar, er wurde dann da irgendwie da mit Hammer, Fäusten und Fußtritten irgendwie aus dem Clubhaus rausgeprügelt, mit Verletzungen und so weiter. Da legt sich nicht jeder zu Hause hin und reflektiert zu Hause und sagt, naja, gut, mein Bruder hat ja angefangen und dann habe ich mitgemacht. Ich habe ja dann auch keine Stoppkarte gemacht oder ich habe dann meinen William auch nicht runtergebracht und habe den nicht rausgezogen. Ja, rein theoretisch habe ich schon ein bisschen Schuld. Klar haben die anderen ein bisschen übertrieben, aber ich habe auch auf den eingeschlagen. Ja, gut. Manch sollten wir jetzt mal so irgendwie Schwamm drüber oder lass doch mal drüber sprechen, lass mal auf ein paar Sitzsäcke im pädagogischen Halbkreis sitzen und da das mal auswerten und dann irgendwie, dass wir einen Konsens finden, wie wir dann miteinander umgehen und dass es nicht wieder zu erneuter Gewalt kommt. Am Arsch, Alter. Viele besonders, die sich über Gewalt definieren, als Gewalttäter, überhaupt erst eine Person sind, nur als diese Person wahrgenommen werden, wo ich auch viele Jahre Wert drauf gelegt habe.
Ja, für die ist das eine Riesenschmach. Das ist immer das, was ich sage. Wenn du jemand das Gesicht nimmst, ja, und ihn herabwürdigst und so weiter, dann passiert es zu diesen Knarre raus und jemand umschießen, auch bei Rockerkreisen und so weiter. Da geht es ganz selten darum, dass ein Drogendeal mit 40.000 falsch gelaufen ist oder sonst was. Da geht es darum, die einen haben den anderen die Kutte geraubt, das Gesicht genommen und dann abgestochen, niedergeschossen und was weiß ich. Da geht es ganz viel um Gesichtsverlust, geht es da, ja. Und deswegen war klar, okay, hier wird irgendwas funktionieren. Funktionieren, hier wird irgendwas passieren, aber ihr seht ja, das ist ein One-Take und deswegen wird hier auch nichts geschnitten und hier wird auch nicht neu angefangen. Es war also klar, es gibt irgendwie eine Retourkutsche, irgendwas wird irgendwie passieren. Und wir waren ja auf diesem Trichter, beziehungsweise ich ganz massiv auf diesem Trichter zu dem Zeitpunkt, okay. Wir können hier keinen Schritt zurück. Es bahnt sich auch der Schritt in die Kriminalität an. Also ich war auch schon vorher ein Krimineller, aber ein krimineller Extremist. Und jetzt wollte ich ja den Sprung auch irgendwann schaffen. Der Gedanke war noch nicht tief verankert, aber den Sprung irgendwie mal raus. Und jetzt kam erst nochmal am nächsten Morgen, kam sofort auf der NDR-Seite, also vom Norddeutschen Rundfunk, gab es im Videotext, meine ich, eine Nachricht. Blutige Auseinandersetzung vermeintlich im rechtsextremistischen Milieu in Wismar, laber, laber, laber. Und da haben wir gedacht, ja, okay, gut, Videotext. Ja, ich weiß gar nicht, ob alle noch wissen, was Videotext ist. Ja, also alle, die im Knast gesessen haben, wissen, Videotext ist da eine ganz wichtige Nummer. Ich bin heute noch ein Videotext-Fan. Also ich mache jeden Abend Videotext an. Marisa ist immer voll genervt, aber jetzt gibt es ja Videotext, das kannst du halbieren, so, ne? Ja, das Durchsichtige finde ich scheiße, aber Bildschirm halbiert und dann lese ich Videotext und Marisa guckt irgendwas, was sie gucken will. Und also das heißt, Presse ist schon mal drauf angesprungen. NDR, natürlich eine große Sache, ist jetzt nicht so, als wenn das Wismarer Tageblatt darüber berichtet, das wäre jetzt nichts Neues. Okay, rechtsextremistische, blutige Auseinandersetzung war jetzt nur nicht so, dass das jetzt auf die Titelseite gekommen ist. Und der NDR hatte dann auch noch irgendwann einen Bericht gebracht und hatte dazu einen kurzen Fernsehbericht gebracht. Ich habe den jetzt leider nicht gefunden, aber ich habe noch eine Aufnahme von draußen auch noch, wie das aussah. Und zwar war das. Werden Schlüssel und so. Du gleich gleich die andere Sache von bisschen unbedingt auch mal, der. Ah, sauber, ja, genau. Ja. Also so hat der. Werden Schlüssel und so. Hier sieht man die andere Ecke, das ist nicht die von nachts, weil hier weiter nach rechts war die Wand, wo es dann weiterging, wo es dann so geblutet wurde. Hier sieht man das dann auf dem Video noch kurz. Und der NDR hatte dann am nächsten Tag diese Gasse So, gleich gleich abgefilmt, die den andere Blut auf kommt, die dem schon unten noch Boden. war, der. Ah, sauber, ja, genau. Ja. Also was da gesabbelt wird, verstehe ich auch gerade nicht. Habt ihr das verstanden? Werden Schlüssel und so. Wer hat den Schlüssel und so? So, gleich gleich die andere Sache von bisschen unbedingt noch war, der. Ah, sauber, ja, genau. Ja. Naja, da waren wir auf jeden Fall slangmäßig schon ganz gut norddeutscher Slang unterwegs. Verstehe jetzt gerade nicht, Aufnahme jetzt nicht so gut. Und da hatte dann der NDR sozusagen einen Bericht drüber gemacht und das war scheiße. Das war so eine Phase jetzt auch, weil ich ja vorher das so hingenommen habe, gedacht so, ja, die Berichte ist immer schlechte Presse, ist besser als gar keine. Und dann werden wir halt bekannt und wir tun hier was. Aber diesmal hatte ich so gar keinen Bock. Immer wenn da stand und Philipp S. und die Werwölfe oder in einem Artikel dann P. Schlaffer und keine Ahnung. Ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, meine Eltern gucken das wieder, die Familie, irgendwelche Leute rufen wieder an. Oh, ich habe das gesehen, was war da los bei euch? Und ja, keine Ahnung, irgendwie Studenten. Da kam dann auch so langsam so ein bisschen Peinlichkeit durch. Und das war auf jeden Fall ätzend. Ich weiß, diese Bilder, die kanntet ihr ja schon aus dem anderen Video, ne? So sah das drin aus. Ich weiß nicht, ob das andere Video jetzt nicht gesehen. So sah das dann mit dem umgekippten Barhocker aus. Dann ist das hier ja noch, das hatte ich dann, glaube ich, schon gezeigt. Achso, wir sind auf dem falschen Bildschirm, weil der Dinger bist. Gar keine Ahnung mehr, wie Computer geht. Ja, und dann. Hier sieht man das, da hat es auch schon dann Blut gegeben und so weiter, aber das hatte ich euch ja, glaube ich, dann gezeigt. Und die viel größere Sorge, die wir jetzt hatten, war halt die Racheaktion. Und wie haben wir uns vorbereitet auf diese Racheaktion? Das mag jetzt für einige,
fast surreal wirken oder in den Peinlichkeitsbereich reinkommen, aber es zeigt einfach auch, wie gefährlich wir als Rechtsextremisten waren und wie gefährlich Rechtsextremisten sind, weil Militarismus und Rechtsextremismus halt so Brüder im Geiste sind. Die rechtsextreme Szene ist einfach bewaffnet und das auch mit scharfen Waffen, Sprengstoff, Handgranaten, alles in diese Richtung. Die gibt es nun mal in der rechtsextremen Szene und das ist auch kein Geheimnis. Das brauchen wir auch nicht kleinreden, sondern müsste man viel mehr darüber reden und viel mehr aufmerksam machen darauf. Ja, ich bin zu mir nach Hause mit Thomann und ich habe immer damit gerechnet, ja, wenn sie jemanden aufspüren wollen, dann kommen sie zu jemandem nach Hause. Auch dieser Kodex wurde ja in meinem Leben auch schon mehrmals gebrochen. Der wurde mir gegenüber gebrochen. Auch ich habe den gebrochen. Diesen Kodex gibt es nicht. Ich weiß, da wird immer gesagt, an Frau und Familie und Kinder wird nicht rangegangen. Ach, am Arsch, am Arsch. Wenn du in der Kriminalität bist, wenn du im Extremismus bist, du funktionierst irgendwann nicht mehr so, wie die Gruppe das will oder deine Feinde oder irgendjemand will an dein Geld, an deine Macht und so weiter, dann werden sie alles tun, um das zu kriegen. Und dann nehmen sie auch nicht Rücksicht auf deine Kinder, auf deine Frau, auf deine Eltern, auf deinen Hund oder auf deinen Hamster. Und deine Mikrowelle kannst du auch nicht schützen. Dann gehen alle Grenzen flöten. Das ist safe. Die Enttäuschung war dann, ich bin dann mit Thomas zu mir nach Hause, die Enttäuschung war dann am nächsten Tag, dass einige sich dann aus diesem Thema dann so rausgezogen haben, so aus der Kameradschaft. So in dem Sinne, ja, geht mich ja dann nichts an. Was heißt, geht mich nichts an? Wie soll ich das beschreiben? Ja, die kenne ich ja auch schon lange. Ja, und war das nicht zu doll mit dem Hammer? Und was hat er denn gemacht? Ja, und der hat der ja nur vom Tresen vom Barhocker runtergezogen, die hat ja nicht mal eine richtige Verletzung. So ungefähr kam die Botschaft an. Nicht so direkt, aber so war der O-Ton so bei einigen. Ne? Wir waren ja zu dem Zeitpunkt so irgendwie 15, 16, vielleicht noch maximal 20 Leute, die sich dann da so getroffen haben und diese Kameradschaft waren, wo ich mir gedacht habe, Alter, wie unterschiedlich wir das sehen. Und ein paar Leute haben gesagt, ja, ich kann heute nicht, mir geht es schlecht, noch von gestern und so weiter, hat man gemerkt, okay, die wollen in diesen Streit nicht mehr reingezogen werden. Und dann haben wir sozusagen den harten Kern versammelt. Wir haben vier, fünf Leute gebeten, das Clubhaus zu verbarrikadieren, sich dort drin dann zu bewaffnen. Und ich und Thomann werden dann sozusagen mein Wohnhaus verteidigen und die nächsten 2, 3 Tage dort erstmal Wache schieben. Jeder, der sich mit Rache beschäftigt, weiß, Rache wird oft kalt serviert. Ja, klar, sehr impulsive Menschen, auch so wie ich es war, die müssen gleich am nächsten Morgen los oder spätestens am nächsten Tag. Und da kann man gar nicht warten. Ich muss das wieder gerade ziehen. Ich muss mein Gesicht wahren. Ja, ich höre sie alle lachen, ja, über mich. Und die denken, ich ziehe jetzt nicht durch. Wie kann ich das jetzt auf mir sitzen lassen? Und ist mir scheißegal, scheiß Bullen und wacht, man redet sich so in Rage und Rache muss dann jetzt sein. Aber viele können auch bei Rache abwarten. Das heißt, wir sind nach Hause und ich habe meine damaligen Waffen rausgeholt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, das sind jetzt nur Archivbilder, damit man ein Bild davon bekommt, ich hatte eine MP40 zu dem Zeitpunkt noch. Wo ist die? Ich hatte eine MP40, die hatte ich mir damals gekauft von einem Militärsammler, habe die damals gekauft, glaube ich, für 1.000 Euro. Ja, Maschinenpistole der Wehrmacht und Waffen-SS hat so einen gewissen Kultfaktor auch bei Rechtsextremisten und bei Sammlern und so wegen der doch einmaligen Optik. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch auch noch eine Mauser, die habe ich teurer gekauft. Da meine ich, habe ich fast 2.500 Euro für bezahlt damals. Und ich hatte noch eine kleine Walther, das ist nur ein Archivbild, weil hier steht ja Made in West Germany. Ich weiß nicht mehr, welche das war, das hatte unter den alten Videos schon mal jemand geschrieben. Diese kleine 22, Kaliber 22 Pistole, aber sah halt sehr ähnlich aus. Ich weiß, das ist sie nicht, da braucht mich keiner belehren. Und diese Waffen hatte ich zu Hause, inklusive noch einem abgesägten Drilling. Und zwar ein Drilling ist,
Ein Drilling ist, das ist auch ein Archivbild. Ein Drilling ist, mein Drilling war dann hier unten abgesägt, so dass er ohne den Kolben ist. Und da hat man, da kamen zwei Schuss Schrotmunition rein. Ich weiß nicht, Kaliber 12 war das, glaube ich, damals. Und so eine längliche Patrone. Ich kenne mich damit jetzt echt gut aus und Waffen ist für mich heute absolut kein Thema und ich bin absolut dafür, dass nur der Staat beziehungsweise Jäger und so weiter, also nicht, dass jeder Hans Franz irgendwie mit Waffen umherhantiert, man sieht, was in den USA los ist. Ich will jetzt keine Diskussion darüber starten. Aber hatte diesen Drilling auch noch und hatte diese Waffen dann aus den unterschiedlichen Depots geholt. Und bevor jemand fragt, was ist mit den Waffen passiert, es wird in der Schwarzen Schar-Serie noch aufgelöst, was mit vielen der Waffen passiert ist. Das ist eine eher lustige Story, also da gibt es auch was zu lachen für die Polizei und für alle anderen. Also diese Waffen sind irgendwann so gut wie alle im Altmetall gelandet. Ja, bei diesem Drilling war das so, da kommt zweimal, wie gesagt, Schrotmunition rein und dann eine so eine längliche Patrone, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wofür die ist, ich war ja nie Jäger, aber du konntest 3 Schuss damit abfeuern. Und diese Waffen haben wir aus dem Depot geholt. Und wir haben nicht nur diese Waffen aus dem Depot geholt, sondern auch unsere schusssicheren Westen. Ich habe damals den Versand ja schon abgegeben gehabt, obwohl die Leute meinten, ja, du steckst immer noch hinter, aber das war schon lange nicht mehr so. Aber Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus war das schon je zusammengepasst. Nein. Oh. Und wir haben schusssichere Westen angezogen bei mir zu Hause, haben uns zu Hause bei mir auf die Lauer gelegt, auf der Garage. Ich konnte von meiner Garage, da war in einer der alten Serien, habe ich das Haus ja mal gezeigt, und konnten von da aus die Straße beobachten, wer bei uns rauffährt und so weiter, und haben diese Waffen an dem Tag dann bei mir zu Hause gebunkert. Eine Waffe haben wir noch ins Clubhaus mitgegeben. Die wurde notfalls dann im Keller, ja, wie gesagt, versteckt, wo dann die Ratten und sonst was unterwegs waren. Da fühlte sich die Polizei auch nicht sehr wohl da unten. Da wäre es jetzt keine große Durchsuchung gegeben. Aber auch da wieder ein ganz guter Tipp an die Polizei, oder? Ja, und haben diese Waffen dann dort gehabt. Und dann muss man mal sehen, ich habe das völlig ausgeblendet zu dem Zeitpunkt, so, ja, jetzt könnte doch aber auch die Polizei jetzt bei uns eine Durchsuchung machen wegen diesem ganzen Blut und wer weiß, Opfer, Täter, und einfach mal Hausdurchsuchung anordnen, mal gucken, was gefunden wird. Das hätte einen Jackpot gegeben. Und so lagen wir wirklich mit schusssicheren Westen, ich sag mal so, in einem Randgebiet von Wismar, also so ein Vorort, ein eher schickerer Vorort sogar, lagen wir irgendwie mit schwarzen Klamotten, schusssichere Westen unter und mit den Waffen in der Sporttasche saßen wir und lagen irgendwie bei mir auf der Auffahrt bzw. auf der Terrasse, um abzuwarten, wer kommt. Und ich kann sagen, Gott sei Dank ist keiner gekommen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Terrassenbild hier so ungefähr sah das aus, dass wir auf dieser Terrasse hier standen. Das ist so ein Bild von mir, was für ein fürchterliches Bild. Das hier unten ist Thoman mit seinem damaligen Hund. Ich glaube, das müsste sich auch mittlerweile erledigt haben. Baldur hieß der. Und ja, das ist so sah das so auf der Terrasse aus, wenn wir da rumgehangen haben. Ich muss mal, wenn ich mich da sehe schon, ne? Alter, da wird mir ganz schlecht. So, dass ihr so einen Eindruck dafür bekommt, hier an der Seite ging es hier runter, das war die Tür, hier konnte man aber runterhüpfen. Ich hatte hier Zaun, der war irgendwann mal weggenommen. Ihr seht, Garten, Pflege on Fleek. Und ja, da haben wir dann auf die gewartet, diese Türsteherfirma. Und ich kann sagen, Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen, dass sie sich aufgerafft haben und sich zu mir auf dem Weg nach Hause gemacht haben. Ich bin mir heute sehr, sehr sicher, dass wir hier, glaube ich, sehr schnell geschossen hätten. Das Adrenalin war sehr hoch, wir fühlten uns als Opfer, wir waren nur Opfer, ja, das macht man ja, das machen ganz viele Gewalttäter. Ich habe gar nichts dazu beigetragen, ich habe mich nur gewehrt, ja, ich musste den Tod schlagen, weil er mir eine Ohrfeige verpasst hat, so, ne, in der Übertreibung. Da hatte ich überhaupt keine Reflexion, ja, sondern ich hätte selbst hier wahrscheinlich noch der Polizei gegenüber argumentiert, wenn ich da jemanden erschossen hätte, ja, ich habe mich doch gewehrt, weil die doch gestern das und das gemacht haben. Also völlig kaputt im Kopf. Was sollte dann aber dazu kommen?
Und zwar überschneiden sich jetzt hier die Serien Kameradschaft Werwolf und Multikriminell. Nach dieser Serie würde Multikriminell normalerweise starten. Es ist irgendwie blöd gemacht von mir, dass ich damals die Serien irgendwie nicht chronologisch erzählt habe. Aber hey, who's perfect? Und ich hatte jetzt so in diesem Leben, deswegen überschneiden sich die Serien so ein bisschen, hatte ich ja schon so leichten Kontakt zu dem Mike, der mein Partner dann auch ist in Multikriminell, Einstieg Rockermilieu und natürlich bei der Schwarzen Schar, mit denen ich dann Prostitutionswohnungen betrieben habe und den Drogenhandel. Und der war sehr, sehr eng befreundet. Der Mike war sehr, sehr eng befreundet mit dem Danny. Die haben eine Zeit lang zusammen im Knast gesessen. Der eine wegen Drogenhandel, der andere wegen Gewalttaten. Die saßen zusammen in der JVA Bützow oder JVA Waldeck, das weiß ich nicht mehr so genau. Und ich glaube, beide haben über die Freundschaft besser gesprochen, als sie war. Ja, mein Bruder und yo, mein Freund und hier, aber ich glaube, die haben nicht einmal einen Tag zusammen verbracht, auch nach dem Gefängnis. Das sind ja auch so Gefängnisfreundschaften. Kannst dir irgendwie in die Haare schmieren. Du bist in einer Notsituation, du hast nicht viel Auswahl an Menschenmaterial im Knast und du findest dich mit denen zusammen, mit denen du einigermaßen zurechtkommst oder von denen du einen Nutzen hast. Ja, auf jeden Fall waren die bekannt. Mike wollte jetzt ja auch was von mir, die Finanzierung der Apartments und dass wir was zusammen machen und hey und wollte dann auch so ein bisschen die Manpower dahinter haben aus der Kameradschaft Werwolf, ein paar Leute damit rübernehmen oder so eine Art Gang und Gruppierung aufbauen, um wie gesagt die kriminellen Geschäfte der Stadt zu übernehmen. Der Danny hing jetzt rum, so in dieser Türsteherfirma, die so ein bisschen in der Stadt mitgemischt haben, ja, die haben so ein bisschen da Tür gemacht und so weiter, aber jeder weiß, so Tür, besonders so in Kleinstädten und so, das ist ein Geschäft, um ein paar Leute aus der Gang irgendwie ein Lohn und Brot zu kriegen. Hier am Wochenende kannst du mal 250 Euro verdienen oder so und dann kannst du abdallern. Aber das große Geschäft an der Tür ist nach meiner Meinung vorbei. Kackjob. Immer mit einem Bein im Knast, muss sich bepöbeln, angreifen lassen vielleicht. Du bist meistens der Täter und sag mal, Kackjob. Also Respekt geht an alle Securities raus, die den Job da ordentlich gut und gut machen, dass Menschen normal und friedlich feiern können. Deswegen auch wichtig, dass man, wenn man auf Security-Firmen guckt, dass man da nicht wirklich dann den Bock zum Gärtner macht, so in Videos hier zu machen. Wie geht das? Wieso geht das nicht? Achso, Escape. So. Wenn ich jetzt Escape drücke, ist sie auch noch wahrscheinlich zu Ende. Nee. Und er mochte die anderen Typen aus der Türsteherfirma nicht. Ja, der Mike war dann auch so ein bisschen speziell. Der mochte ganz wenige Leute immer. Ja, waren ja alles immer Birnen und Brummer wurde das so genannt. Brummer hat man die genannt, so die man, auf die man herabgeguckt hat. Brummer, lang nicht gesagt, ey. Brummer. Und die können alle abpissen und so weiter, war ja immer so sein Ton. Und der wurde dann angerufen von dem Danny sozusagen, wie man das jetzt aus der Welt bringen könnte. Ja, der Mike ist dann zu mir gekommen und der hat gesehen, der hat gedacht, ob wir noch ganz frisch sind. Ja, weil der kam dann zu mir auf den Hof, ich habe sein Auto erkannt, der fuhr zu dem Zeitpunkt einen kleinen Renault Clio Automatik in Babyblau. Ja, muss man sich vorstellen, da steigt dieser 140 Kilo Typ aus so einem Renault Clio Automatik Babyblau. Und hat uns natürlich gesehen und wir haben dann mit ihm gesprochen und ich war dann auch erstmal skeptisch und dachte so, ja, was will der jetzt von mir? Und ja, scheiße, wir sind mega wütend, dann sollen sie doch kommen, knallen wir alle ab, wie ich damals so drauf war. So ich dann damals halt geschworen, scheiße, egal, wir kommen, knallen wir alle ab, ne? Und dann sterbe ich halt für Führerfolg und Vaterland. Ja, was für ein Scheiß. Und der dann so gesagt, ja, hier muss es so ein Treffen geben. Ja, wir müssen mal reden, komm mal ins Café so mäßig. Und das war so bis zu dem Zeitpunkt bei mir so kein Thema. Das gab es im Rechtsextremismus, gab es das jetzt nicht so unbedingt so. Klar gab es immer mal Treffen zwischen Gruppierungen, die sich aussprechen mussten und so weiter. Aber da war es jetzt nicht so an der Tagesordnung, dass man sich da regelmäßig trifft, wenn irgendwas verrutscht ist, eine Ohrfeige in der Disco oder der hat über den was gesagt, dass man dann große Treffen macht auf neutralem Boden und dann da alles bespricht und guckt, wer hat wie Schuld und wie bringen wir das aus der Welt raus. Das war bis zu dem Zeitpunkt nicht meine Welt. Ich meine, ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt, bin ich circa 28 Jahre alt, würde ich sagen. Ja, 28, 29 ungefähr. Und das war neu für mich. Und dann sagte er so, ja, ich könnte es garantieren, pass auf,
Ihr müsst euch da zusammensetzen, um es aus der Welt zu schaffen. Da habe ich gesagt, ja, wie aus der Welt schaffen? Er kann sich entschuldigen dafür, dass er unsere Pärle angegriffen hat und dann ist gut. Und dann, wenn wir ihn sehen, dann kann er froh sein, wenn wir ihn nicht abknallen. Ja, und Mike uns dann so ein bisschen eingenordet, weil für uns war das auch neu. Und er sagt so, ja, aber dann wird der hier aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, vom ganzen Universum, wird der Leute zusammentrommeln und dann kommen die mit 5000 Millionen Mann und dann seid ihr alle platt. Und dann werden die Geschichten auch groß gemacht, ne, muss man auch mal sagen. Und dann haben wir gesagt, ja und, sollen die alle kommen, sollen sie alle Waffen mitbringen, dann schießen wir das aus. Und wir waren ja dann immer so auf dem Trichter, so komisch das klingt, waren wir auf dem Trichter, Leute. Dann haben wir ja immer angeboten, ja gut, dann schießen wir das aus. Das musst du dir vorstellen, das ist ein ernsthaftes Angebot gewesen. Ob es dazu gekommen wäre oder ob man es gemacht hätte, ist dann die zweite Frage, aber du bietest denen das halt an. Ja, und dann haben wir zu Mike gesagt, haben gesagt, ist uns scheißegal, wir treffen uns ja nicht. Weil die wollten sich immer boxen, auf der Wiese wollten die sich immer boxen. Und da wussten wir, okay, da haben wir nicht die besseren Kämpfer. Viele von denen waren im Hooligan-Milieu drin und so waren schon gute Gewalttäter. Also das will ich keinem absprechen. Die waren mit Sicherheit bessere Gewalttäter und Schläger wie viele von uns. Oder wie fast alle von uns oder allen von uns, kann man echt sagen. Viele von denen haben regelmäßig Kampfsport und sonst was betrieben. Aber das Problem, was ich schon mal erzählt habe, die Paten der Stadt sind nicht die am besten Karate können. Das war vielleicht in Hamburg mal so mit Karate. Nee, es gab Karate-Tommy in... Karate-Tommy? Na gut, könnt ihr googeln. Das war vielleicht mal so, sondern es sind heute kriminelle Strukturen. Heute sind es die Leute, die oben sind, die Leute haben, die bereit sind, den kalten Finger zu bedienen, das kalte Eisen auch zu benutzen. Und da stehen Menschen oben, die heute manipulativ sind und führen können. Es sind wahre Führungskräfte, das muss man sagen. Die würden wahrscheinlich in der Wirtschaft auch sehr erfolgreich sein. Die trotzdem bereit sind, dann Waffen einzusetzen und nicht hier, ja, wir boxen das jetzt mal aus, wer jetzt hier wie welche Stadt übernimmt, ja, also so wurden auch große Städte auch nicht übernommen oder Rotlichtmilieus übernommen, ja, das ist natürlich über Schusswaffen gelaufen. Und wir haben dann angeboten, ja, dann schießen wir das aus, wir haben gesagt, ja, dann müssen wir auf die Wiese gehen, 10 von euch gegen 10 von die, auf der und der Wiese, jetzt, heute Sonntagnachmittag, wir so, nee, dann machen wir ein Gegenangebot, wir schießen das aus. 5 von uns gegen 5 von die und treffen wir uns da an dem Waldstück und dann schießen wir das aus. Ja, da wirst du auch angeguckt und dann denken die so, ja, meinst du das ernst oder was? Und ich so, ja, also klar meinen wir das ernst. Ja? Sollen sie sich abpissen, bevor wir die kommen und die suchen oder irgendwo sehen, schießen aus dem Auto raus, knallen die ab und so weiter. Das, ich weiß, da gucken jetzt einige rauf und sagen so, ja, ist ja ein bisschen übertrieben, so erzählen, hättet ihr ja eh nicht gemacht und so weiter. Hätte man eh nicht gemacht. Ihr werdet es sehen in der Schwarzen Schar-Serie, was wir da alles gemacht haben, wie oft da geschossen worden ist, welche Dinger da gemacht worden sind und wie wir da vorgegangen sind. Das sind die Vorläufer halt hiervon, dass wir einfach so radikal, so extrem unterwegs waren und das nicht nur politisch. Politisch war das ja gar nicht mehr so, sondern einfach mit extremer Gewalt unterwegs. Also Menschenempathie gehen null. Aber Empathie für uns hat ja auf jeden Fall unser Sponsor ZPlus. Dankeschön für den Rabattcode Philipp10. Alles, was Supplements angeht, alles fürs Training, Klamotten und so weiter. Dankeschön, könnt ihr da sparen bei den Beef Bandits. Wisst ihr, bestelle ich auch mal Fleisch beim Privatkanal, könnt ihr es auschecken mit Philipp10, auch bei beefbandits.de könnt ihr auch 10% sparen. Danke für den Support. Und auf der Seite kingunterdenkongs.de kriegt ihr alles rund um diesen Kanal. Natürlich auch das Buch. Und dann, ja, checkt es bei Instagram aus und checkt auch unseren Privatkanal aus. Den findet ihr immer verlinkt unter diesen Videos. Da könnt ihr am neuen Leben 2.0 teilnehmen. Also, Werbung Ende, nur dass wir das auch mit reingebracht haben. Ja, das war dann schon ernst gemeint. Und diese Botschaft haben auch zu Mike gesagt, fahr zu dem Hills, mir scheißegal, so die scheiß Türsteher früher immer kommen. Jetzt könnte man sagen, ja, hattest du da wirklich Bock drauf? Nein, wer hat da schon Bock drauf? Wer hat da schon Bock drauf, wenn man sich das anguckt? Keiner hat Bock drauf, im Wald zu gehen und sich auszuschießen, sein Leben zu beenden oder sich mit 150 Türstehern zu treffen und gejagt zu werden durch die Stadt. Aber du musst dein Gesicht wahren. Du musst immer hart sein. Du darfst nicht nachlassen. Es ist ein getriebenes Leben und es geht darum, einfach immer wieder zu funktionieren, hart zu sein. Und wenn du jetzt zurückziehst, dann wirst du auch deine Stellung verlieren.
Und wie es dann zu dem Treffen gekommen ist und was da passiert ist, wisst ihr was, Leute, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder, an alle Partner, die dieses Projekt unterstützen, damit wir unsere Vereinsarbeit machen können im Hintergrund bei extremistlos.de. Da könnt ihr uns auch für Vorträge buchen, anschulen, bei Firmen und so weiter. Als Keynote-Speaker gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sind wir dabei, um Erstkontakt für Menschen zu sein, die aussteigen wollen. Ausstieg jetzt, du kannst es auch schaffen, es gibt ein besseres Leben, danach könntest du auf dem Zweitkanal auschecken. Ja, Dankeschön an alle, die dieses Projekt so toll unterstützen. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn die Maus wieder gehen würde, der Rechner rechnet sich gerade kaputt, die Maus hängt. Ich krieg das jetzt nicht beendet, Alter. Ich krieg einen Kurzkrampf. Die hakt so toll, ich krieg's nicht beendet. Mann, Alter, warum hatten die Maus schon wieder was? So, also Leute, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.